Ja, ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt noch vorstellen muss, weil so viele Leute sie kennen, aber sie sind Kinderärztin in Köln, sie sind Bestseller-Autorin, sie beschäftigen sich mit der Entwicklung von Kindern und schaffen es trotzdem, sehr entspannt zu bleiben. Sie haben ja in Ihrem Buch darüber berichtet, wie man es schafft, eine ausgeglichene Haltung gerade als Mutter zu bewahren. Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz, wie machen wir das? Ja, danke schön erstmal. Einen schönen guten Tag. Ich habe für mich eine Methodik entwickelt, ich nenne das Beneficial Thinking. Und das ist eine neurowissenschaftlich basierte Methode, wie man sein Gehirn erstmal versteht und seine Gedanken. Und wenn man diese Methodik übt, lernt man ein bisschen gelassener mit dem Leben umzugehen. Ich muss aber dazu auch noch sagen, dass ich genauso wie viele Sie sagen, auch die Arbeit habe, meine Kinder habe, den alltäglichen Stress habe, wie jeder andere Assau hat, aber wir können lernen, damit umzugehen. Es gibt Wege. Und das hilft mir. Ja, sehr schön. Wir wollen in dieser Woche uns ganz besonders dafür einsetzen, dass wir Kindern eine Stimme geben. Wir haben den Eindruck, und nicht nur den Eindruck, sondern das ist viel so, dass Kinder in der Pandemie oft an letzter Stelle stehen. Jetzt stellen wir uns die Frage, was macht es mit Kindern? Warum dürfen wir Kinder in der Pandemie nicht vergessen? Welche Auswirkungen hat das, wenn wir jetzt nicht gezielt unseren Fokus auf Kinder richten? Also ich glaube, es gibt in unserem Land zwei große Probleme. Das erste ist, dass auch schon vor der Pandemie der Fokus auf Kinder nicht so stark war. Das ist jetzt weiter so. Das zweite ist eigentlich natürlich, dass wir eine Gesellschaft sind mit 80 Millionen Menschen. Davon gibt es 11 Millionen Familien und ja, Kinder unter 18, ich weiß gar nicht, wie viel die sind, also auch um die 10, 11 Millionen, nicht viel mehr. Das heißt, im Vergleich zu den restlichen Bevölkerungen sind das eine kleinere Gruppe, 10%, wenn es hochkommt. Und diese Menschen sind nicht stimmberechtigt. Die sind auch überhaupt die meisten von denen, die unter 18 sind oder die, die uns beschäftigen, jetzt gerade Schulkinder, die dürfen auch nicht viel sagen. Insofern, die sind nicht relevant für die Bevölkerung so gesehen. Was aber die Bevölkerung vergisst, und hier möchte mich nicht alle in einen unter einen Kamm scheren. Es gibt ja viele Menschen, die Kinder schätzen und mögen, aber es ist nicht relevant. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese Kinder erwachsen werden und wir werden älter. Das heißt, wir sind von dieser Kinder abhängig. Und wenn wir auf diese Kinder nicht aufpassen, dann werden die nicht das tun, was wir von denen gerne hätten in den nächsten 20, 30 Jahren. Das heißt, sie werden die Gesellschaft nicht so dienen, wie wir das gerne hätten. Und letztendlich werden wir selbst darunter leiden. Und deshalb ist es nicht nur für unsere Nutzen gut, sondern ein Kind hat ein Leben und das Leben besteht auch nicht nur aus Ernährung, sondern aus Interaktionen der Sozialebene, Interaktionen der Bildungsebene. Und diese Interaktionen sind ganz wichtig, dass diese Kinder ausgeglichen, gesund und glücklich aufwachsen. Dazu gehört natürlich auch die Ausgeglichenheit der Eltern. Und wir sehen, dass in dieser Pandemie, dass diese Pandemie mit sich so viel Stress mitgebracht hat, nicht nur auf beruflicher Ebene, existenziell Ebene, gesundheitlicher Ebene, sondern auch natürlich in der schulischen Ebene und in der Betreuung der Kinder. Und das führt in jede, im Grunde genommen aus aller Sichten her, zu Stress. Und das ist nicht gut für Kinder. Die Schulen waren unterschiedlich nach Bundesland teilweise 4 Monate geschlossen insgesamt. Es waren die Kitas geschlossen. In dem ersten Lockdown waren die Kitas eine ganze Zeit lang geschlossen, aber auch jetzt wieder haben wir die Situation. Einige Kinder sind komplett von sozialen Kontakten abgeschnitten. Was macht das mit Kindern, wenn sie so lange von Kontakten und von ihrer eigentlich natürlichen Entwicklung abgeschnitten sind? Wenn wir das so sehen, es ist nicht nur 4 Wochen, sondern es ist ein ganzes Jahr mit hin und her. Und es hat schon letztes Jahr begonnen, dass wir natürlich jetzt schon aufgepasst haben. Ich habe das in der Praxis gesehen. Jeden Tag waren Eltern da. Das Kind hat einen Schnupfen, darf er nicht. Es gab damals nicht so viele Tests wie jetzt. Es war eine ganz unangenehme Situation für Familien, aber auch für die Kindergärtnerinnen und für die Betreuer und für die Lehrer. Es war alle Beteiligten eine schwere Situation. Jetzt, wenn wir einfach uns auf die Kinder fokussieren. Und ich sage auch immer sehr, sehr gerne, dass ich sehr gerne für diese Kinder spreche, weil die keine Stimme haben.
Ein Kind ist noch kein fertiger Mensch, weil es noch wachsen muss und das Gehirn sich weiterentwickeln muss, bis es zu diesem Reifegrad ankommt, was dem ein selbstständiges Leben ermöglicht. Und das Kind ist deshalb so, wie es ist. Das kann nicht so entscheiden wie wir Erwachsene, kann nicht selbstständig leben, ist von uns abhängig, weil das Gehirn noch nicht reif ist. Und dieser Reifungsprozess braucht Zeit. Und wir sind die einzige Wesen auf dieser Welt, die ungefähr 18 Jahre brauchen, bis das Gehirn so halbwegs oder erwachsen wird und selbstständig funktionieren, arbeiten kann, für sich sorgen kann, weil die Nervenverbindungen halt sich noch nicht entwickelt haben. Und das Gehirn, erkläre ich immer, ist wie so ein Baum, Ast verastet sich, ja, während der Entwicklung der Kinder, wenn man ein Neugeborenes sieht und ein, sagen wir mal, sechs- oder siebenjähriges, sind so kleine Ästelungen, die immer stattfinden. Und diese Ästelungen, diese Verbindungen, diese Entwicklung des Gehirns findet nicht nur durch die natürlich Nahrung und was wir sonst auch immer brauchen. Dafür braucht das Kind Liebe, was er von seinen Eltern bekommt, Zuversicht, Auseinandersetzung und gemeinsames Leben, aber vor allem auch zusätzlich dazu durch diese Interaktion mit anderen Kindern, mit anderen Menschen. Dieser Ort für diese Entwicklung ist nun mal der Kindergarten. Früher hatten wir keinen Kindergarten, aber es gab Dörfer und die Kinder haben gemeinsam draußen gespielt. Also es muss ja auch kein organisiertes Schulsystem sein. Es muss einfach dieser Austausch mit anderen Kindern, dieses gemeinsame Gruppen rumlaufen und spielen, streiten und wieder sich versöhnen und hinter einen Ball rennen oder klettern. All diese Dinge sind wahnsinnig wichtig für diese Verbindungen, für diese Ästelungen im Gehirn. Ein Gehirn ist nichts anderes als Nervenverbindungen. Diese Verbindungen entstehen und verfestigen sich durch die Interaktion mit anderen Menschen. Deshalb ist Isolation und wenn es über längere Zeit geht, tragisch. Es führt zu Schwierigkeiten, zu Problemen später im Leben, dass dieser Ausmaß ist jetzt gar nicht mal richtig sehbar, aber wir sehen jetzt schon in den Praxen, dass wir sind alle auch immer lauter geworden als Ärztinnen und Ärzte, dass die psychische Belastung bei den Kindern dadurch auch sehr groß geworden ist. Sie verlieren ihre Freude im Leben und die fallen auf dadurch, dass sie dann traurig sind, lustlos sind, tatsächlich Ängste entwickeln, weil dieses Spielen miteinander eine ganz wichtige Anti-Angst-Wirkung hat, weil bestimmte Botenstoffe freigesetzt werden. Und wenn wir Pech haben, haben diese Kinder, die jetzt Angst entwickeln, spätestens ängstliche Erwachsene werden. Und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken und verstehen, warum dieses Zusammensein für die Kinder so wichtig ist. Was würden Sie sich wünschen oder besser gesagt, was wünschen Sie sich für diese Kinder? Was müssen wir als Gesellschaft, was müssen die politischen Verantwortlichen jetzt tun, damit es den Kindern gut geht? Ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass wir diese Kinder brauchen, dass diese Kinder wichtig sind. Und diese Kinder sind von uns abhängig. Wir müssen respektvoll mit denen umgehen und denen ein kindeswürdiges Leben ermöglichen. Und dazu gehört auch natürlich, dass wir die Eltern entstressen. Dazu gehört aber auch genauso, auch, dass wir die Lehrer, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Erzieher und allen Menschen mit den Tätigkeiten, was Kinder betrifft, auch entlasten, unterstützen. Da muss ein Bewusstsein dafür da sein. Und dieses Bewusstsein ist nicht ausreichend. Es wird immer erwartet, dass wir zum Beispiel in den letzten Jahren waren immer dieses Wort PISA überall. Die Kinder müssen Leistungen erbringen, die müssen toll sein, die müssen in der Ausbildung gut sein. Die Leute beschweren sich immer, dass die Kinder nicht digital genug sind. Wir müssen dafür sorgen, der Mensch ist nicht so geboren, sondern lernt das. Wir haben ein tolles Land, wo wir das denen alle beibringen können. Wir müssen aufhören zu streiten und uns gegenseitig im Wege zu stehen, sondern auch liebe Eltern, alle müssen gemeinsam dieses Ziel haben, den Kindern und ihren Familien ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich wünsche mir das. Das ist sehr schön. Die Krise hat ja auch gezeigt, dass es nicht nur eine Krise, was unsere Kinder betrifft, sondern für ganze Familien und ganz besonders eben auch für Mütter. Mütter hatten schon davor keine gute Stellung. Sie haben es mal in einem Beispiel gesagt, dass wenn man Mütter googelt, gibt es kein gutes Ergebnis. Ja.
Ich habe das mal wirklich ausprobiert. Ich habe gesagt, gib mal, im Grunde genommen wollte ich einen Text schreiben, eine, warum sind Mütter wichtig? Da hatte ich ich sollte einen Vortrag halten, glaube ich, oder einen Auftrag, also einen Text zu schreiben für eine Zeitschrift. Dann habe ich angefangen, warum sind Mütter, und da kommt immer so ganz entsetzliche Wörter, warum sind Mütter ängstlich, unzuverlässig, schrecklich? Es gab nicht einen Satz damals, warum Mütter wichtig sind. Ja, Mütter sind wichtig, weil die die meiste Arbeit leisten, auch wenn wir in einer Gesellschaft sind, wo die Aufmerksamkeit natürlich größer geworden ist. Und die Männer haben jetzt auch Gott sei Dank ihre Elternzeit. Und es gibt diese Generation Eltern jetzt sind anders als vor 20 Jahren. Es gibt ein viel größeres Bewusstsein fürs Kind. Ja, das heißt, viele haben einen Partner, der gern mit dem Kind zusammen ist, noch gern im Haushalt mitmacht, aber trotzdem ist das nicht ausreichend. Immer noch die meisten Frauen übernehmen die meiste Care-Arbeit und die sind zeitlich einfach überbelastet. Und das, auch dafür muss ein Bewusstsein da sein, dass Arbeit mit einem Kind genauso eine Arbeit ist wie ein Job in einem Büro. Mhm. Dieses Bewusstsein muss bei den Menschen erweckt werden. Und das hilft nicht, wenn diese Leute dann sagen, warum habt ihr Kinder bekommen? So ein Kommentar gab auch mal bei mir im Facebook, warum habt ihr denn Kinder? Ich sage, Entschuldigung, dieses Kind wird auch Sie, liebe Madame, pflegen, betreuen, für Sie in der Gesellschaft da sein. Diese Kinder brauchen wir alle. Und ich sage, mein schöner Satz ist, Kinder können die Gesellschaft nur erst dann tragen, wenn sie selbst getragen worden sind. Vielen Dank, Frau Dr. Isravan, für dieses Interview. Und wir drücken uns alle die Daumen, dass es bald so weitergeht und wir wieder freier leben können und glücklich, auf jeden Fall glückliche Kinder und glückliche Familien sehen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.